Für wen sind die Themen am Vormittag interessanter als die am Abend? Okay. Für wen sind die am Abend interessanter als am Vormittag? Wen interessiert hier überhaupt nichts? Nee, nur mal so zum Hören, ja? Finde ich auch wichtig, ja? Dass so ein Ankreuztest, ja? Ja, beides, ja? Okay. Also ich muss sagen, ich mag die Mischung auch, ja? Weil das auch, weil mir das beides schon auch irgendwie am Herzen liegt. Aber dieses Römerbriefthema liegt mir auch sehr am Herzen. Das muss ich sagen, ja? Gesetz und Gnade ist für mich ganz wichtig, ist auch so ein bisschen Gegenpol zu diesen ganzen prophetischen Themen, weil in der Prophetie sind so viele Leute unterwegs, ihr findet so viele Meinungen im Internet, so jetzt kommt noch einer dazu, ja, another one. Und ich reihe mich da ungewolltermaßen ein, weil diese ganzen Endzeitthemen, die werden so rauf und runter bewegt und manche Leute sind da sehr, sehr militant auch und haben sehr viel Sendungsbewusstsein, ja, und ich reihe mich da so ungewolltermaßen ein, ja. Muss ich halt irgendwie in Kauf nehmen. Aber ich finde es ein gutes Gegengewicht, dass man halt den Römerbrief so dazu nimmt, Gesetz und Gnade, dass es ein bisschen ausgewogen wird, ja, und nicht so ganz so einseitig ist. Und auch die Kritiker sehen, der Kleine, der macht nicht nur Endzeit, ja, sondern der hat auch noch andere Themen. Wenn ich eine Gemeinde zu versorgen hätte, würde das alles in den Hintergrund treten. Ja? Die Gemeinde braucht andere Dinge, wovon die sich tagtäglich ernährt. Ja? Und in der Zeit, wo ich verantwortlich war für Gemeinden, haben wir ganz andere Themen auch behandelt. Ja? Römerbrief, ja? Epheserbrief, Themen des Glaubens. Ja? Und dann waren diese Themen eher die Ausnahme. Aber weil ich keine Verantwortung mehr habe für eine Gemeinde und im Internet mich tummeln darf, so wie der Herr das will, erlaube ich mir das, ja. Aber dass der Eindruck nicht ganz so einseitig ist, denke ich, ist dieses Gesetz und Gnade dann eine gute Abwechslung, ja. So, die Entrückung, zweiter Teil, ja. Das ist unser Text. Ihr seht auch da wieder sehr viele Parallelstellen. Und ich habe den ein bisschen reduziert, den Text, dass man ein bisschen farblich auch dargestellt, dass man ein bisschen auch den so unter die Füße kriegt, weil da sehr, sehr viel auch an Inhalt natürlich ist. Und vielleicht gehen wir einfach mal so den Text da so durch und schauen mal, wie weit wir da kommen und wie weit ich euch da so inhaltlich mitnehmen kann. Ja? Also der Paulus schreibt an die Thessalonicher, den zweiten Thessalonischer Brief, eigentlich in Beantwortung von dem ersten oder in Fortführung von dem ersten Thessalonischer Brief, das ist ja ein Schriftwechsel. Und ich glaube, man muss die beiden Briefe auch zusammen sehen. Ja? Und Paulus schreibt dann in Vers 1, aber der Ankunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm, also der Ankunft der Parousia Christi und unserer Episynagoge. Synagoge kennen wir schon, ne? Versammlung heißt das. Synagogen sind auch die Gebetshäuser der Juden, ja? Das ist aber ein griechisches Wort. Finde ich immer lustig, ja, dass die Juden für ihre Gebetshäuser kein hebräisches Wort haben. Kommt aber daher, dass die ganze Welt damals Griechisch gesprochen hat und die Juden auch. Ja, das war damals wie Englisch heute, ja? Okay, und hier steht halt bei dieser Versammlung zu ihm hin, da steht Episynagoge, Hinaufversammlung, Entrückung, ja? Episynagoge, ja? Das heißt also, der Ankunft halben unseres Herrn Jesu Christi, der Parousia halber, das heißt ja große Frage, wann kommt denn jetzt Jesus wieder? Und unserer Episynagoge zu ihm hin, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht schnell bewegen lasst von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag Christi schon vorhanden sei. Das ist jetzt meine alte Lutherbibel und da schreibt Paulus von dem Tag Christi. Bei den meisten von euch steht aber der Tag des Herrn. Ja? Da gibt es verschiedene Schriftzeugen und der Mehrheitstext, also die meisten Schriften hat man mit der Formulierung der Tag des Herrn und das verfolgen wir auch dann nachher, dass da der Tag des Herrn steht und ich zeige euch auch gleich, warum man das auch viel lieber nimmt, dass da der Tag des Herrn steht, als dass der Tag Christi dort stünde. Denn wenn man das hier so nimmt wie in der 12er Luther, dann sieht das ja so aus, als ob der Tag Christi wohl der Tag der Ankunft Jesu ist, bei dem er die Gemeinde zu sich hinauf versammelt. Dann wäre der Tag Christi ja der Tag der Entrückung. Ja? Aber Paulus schreibt später, dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und der Antichrist offenbart wird. Oh, da würde das ja glatt heißen,
der Tag der Entrückung kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Glaubensabfall kommt und der Antichrist offenbart wird. Dann käme ja erst der Glaubensabfall und der Antichrist und am Ende käme erst die Entrückung. Dann hätte man ja eine Nachentrückung. Und das ist bei 99,5% der evangelikalen Christenheit halt nicht so gesehen. Man sieht das anders. Man sagt, die Entrückung ist vor der Trübsal. Jetzt habe ich ein Problem mit meiner alten Lutherbibel. Ja, macht man jetzt da? Und der Mehrheitstext liest das halt anders. Und der hat hier tatsächlich auch der Tag des Herrn stehen. Und vom Tag des Herrn hatten wir ja auch in 1. Thessalonicher 5 schon gehört. Ja, es wird ein Ruf, sein Friede, Friede, es hat keine Gefahr. Und dann wird ja, das Unheil sich schnell übereilen wie der Schmerz einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ja? Wir gehen mal einfach so Stück für Stück da durch. Ihr seht in der Elberfelder Bibel zum Beispiel, da steht jetzt hier nicht der Tag Christi, sondern da steht der Tag des Herrn. Ja, da steht, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Ankunft der Parousia unseres Herrn Jesus Christus und unserer Episynagoge, unseres Versammeltwerdens zu ihm hin. Der Herr kommt in Wolken, die Gemeinde wird ihm in Wolken entgegengerückt. Ja? Lasst euch nicht so schnell in der Gesinnung erschüttern noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch einen gefälschten Brief, ja? Noch durch einen Brief, als ob durch uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. So übersetzt das die Elberfelder Bibel und so ist die allgemeine Lesart auch in der evangelikalen Welt. Ja? Und man sagt also, hier steht vom Tag des Herrn. Und der Tag des Herrn, der ist in dieser Art der Deutung die siebenjährige Trübsalszeit. Ja? Und man sagt, dass die Gemeinde dort durch einen gefälschten Brief durcheinander gemacht worden ist, weil falsche Lehrer gesagt haben, erst kommt die Trübsalszeit und dann kommt erst die Entrückung. Wir schauen das gleich nochmal im Detail an und wir gucken mal, ob das zu halten ist. Ich habe so ein bisschen Problem dabei, dass dieser Tag des Herrn, der ja ein Tag ist, dass daraus plötzlich dann 7 Jahre werden. Ja, das ist ja eine lange Zeitphase, wo die Bibel aber dann beim Tag des Herrn von einem Tag spricht. Dann könnten das 1000 Jahre sein, ja, ein Tag wie 1000 Jahre beim Herrn, ja. Dann wäre es so ein Gottestag, aber die 1000 Jahre sind ja zu lang für die Trübsalszeit. Also das ist für mich nicht so richtig rund. Ja? Wir gucken einfach mal, wo wir da auskommen so im Lauf der Zeit. Und wir nehmen auch hier diese allgemeine Lesart einfach, wir nehmen mal den Tag des Herrn. Weil wenn wir den Tag Christi nehmen, das ist so eine Minderheitenlesart, dann wären wir eigentlich relativ schnell schon bei dem Vorabergebnis, dass die Entrückung halt nach der Trübsal ist. Ja? Dann wäre das schon alles abgefrühstückt. Dann war es das, ja? Ich will euch nur beide Versionen zeigen, damit ihr wisst, warum das da steht. In der einen Bibel steht so, in der anderen so, dass ihr ein bisschen aufgeklärt seid und wisst, warum die Textzeugen da differieren. Das sind verschiedene Stämme von Schriften. Ja? Zum Teil auch hängt das mit dem Textus Receptus zusammen und Sinaiticus und all diese ganzen komplizierten Themen. Ja? Aber es gibt diese zwei Lesarten. Aber heute verwendet man als Mehrheitstext Sinaiticus, der Tag des Herrn. Ja? Aber der Ankunft halben unseres Herrn Jesu Christi, und unserer Versammlung, unserer Episynagoge zu ihm, bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht schnell bewegen lasst, sondern bleibt bei dem, was wir euch gesagt haben, sagt Paulus. Lasst euch nicht durcheinander machen von eurem Sinn, noch erschrecken, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns gesandt, dass der Tag des Herrn vorhanden sei. Und jetzt sagen viele, ja gut, der Tag des Herrn, das ist ein grausamer Tag, das ist halt die Phase dieser siebenjährigen Trübsalszeit. Und da hat jemand geschrieben, ihr Thessalonicher habt so viel Verfolgung im Glauben, weil ihr schon in dieser Trübsalszeit seid. Aber, sagt Paulus, so wird argumentiert, Paulus korrigiert sie hier angeblich und sagt, lasst euch da nicht erschrecken. Das ist nicht euer Schicksal, ihr müsst nicht in die Trübsalszeit. So wird das ausgelegt. Ja? Und dieses Wort erschrecken habe ich euch mal mitgebracht. Ich habe so ein kleines Programm auf dem Handy, kann man das anschauen. Dieses Wort erschrecken kommt von hier Troeo, ja? Da kommt, glaube ich, auch Terror her im Griechischen. Und es kann heißen auch bestürzt werden oder innerlich bewegt werden oder hier auch kräzisiert, aktiv, laut schreien, einen Aufschrei machen, laut äußern, ja? Oder auch bestürzt werden, innerlich bewegt werden, erschreckt werden, ja? So wie es auch übersetzt ist im Text. Sich fürchten, sich in Schrecken setzen lassen, alarmiert werden, wie von einer Sirene. Ja, geht die Sirene los, oh, jetzt ist es soweit. Ja? Also das hätte jetzt nicht unbedingt den Impetus, dass man da erschreckt wird, sondern dass man plötzlich aufgeweckt wird, dass das Signal da ist, man macht sich fertig. Ja?
aber im Wesentlichen auch hier in innerliche Unruhe geraten, Schrecken, erschreckt werden, hängt da schon auch mit zusammen. Und man sagt halt, dass in diesem, ich gehe nochmal hier schnell zurück, dass in diesem Vers dann der Paulus sagt, lasst euch nicht erschrecken, ja, als ob der Tag des Herrn schon da sei, als ob die siebenjährige Trübsalzeit schon angefangen hat, ja. Das ist so die klassische Lesart, die man da hat. Lasst euch nicht erschrecken, ihr werdet vorher entrückt. So deutet man diese Stelle, ja. Und meine Kritik dabei ist, meine Frage ist, ist der Tag des Herrn denn nicht ein Tag? Ist das nicht ein ganz bestimmter Tag? Der Tag des Zorns des Herrn, Zephania. Ja? Und ich würde ihm gerne folgen wollen und ich würde auch gerne sagen, der Tag des Zorns des Herrn ist, wenn unser Herr Jesus Christus mit der Gemeinde Jesu auf den Ölberg kommt und dem ganzen dollen Treiben, dem okkulten, kaputten Treiben ein Ende setzen wird, dass das der Tag des Zorns ist. Das ist der Tag des Zornes des Lammes. Das kennen wir aus Offenbarung 6. Das ist das letzte Siegel. Da kommt schon der Tag des Zornes des Lammes im sechsten Siegel. Müsst mal überlegen. Aber wenn der Tag des Zornes des Lammes schon im sechsten Siegel anfängt, im sechsten Kapitel in der Offenbarung, wieso brauchen wir denn noch Kapitel 12 und 13 und 17 und 19 und 22? Wenn in Kapitel 6 schon der Tag des Zornes des Lammes ist, dann war es das doch schon. Das spricht für mich zum Beispiel, nur mal für den Hinterkopf, gegen eine lineare Abfolge in der Offenbarung. Ja, es wird immer gesagt, die Offenbarung, die läuft linear ab. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Offenbarung in konzentrischen Kreisen erzählt. Ja? Da wird erst ein grober Riss gemacht. Da kommen diese sieben Siegel, dann kommen die sieben Posaunen, dann kommen die sieben Zornschalen und es kommen nochmal sieben Donner, von denen uns nicht berichtet ist, was das bedeutet. Und ich glaube, dass die sieben Siegelgerichte, die beschreiben den Ablauf der ganzen Weltgeschichte bis zum Tag des Zornes des Lammes. Und zwar in einem ganz groben Überriss, ganz grob. Die zeigen, die Welt liegt im Gericht. Vier Gerichtsreiter, schwarze Reiter, weiße Reiter, rote Reiter oder Reiter auf dem roten Pferd, fahles Pferd. Ja? Das ist ein ganz grober Abriss über die Weltgeschichte. Dann kommt der zweite Zyklus, das sind die sieben Posaunen. Das ist ein grober Abriss über die Israelsgeschichte. Dann kommt der dritte Teil, das sind dann praktisch diese Schalengerichte und das zeigt diese Gerichte in der letzten 70. Jahrwoche. So, glaube ich, ist die Offenbarung aufgebaut, weil das ist hebräische Erzählweise und das ist didaktisch sehr klug, ja? Weil es erstmal Orientierung gibt, es ist der grobe Ablauf der Weltgeschichte bis zum Tag des Zornes des Lammes. Dann kommt die Israelsgeschichte bis zum Tag des Zornes des Lammes, dann kommt die 70. Jahrwoche bis zum Tag des Zornes des Lammes. Der Endpunkt ist immer der gleiche. Aber der Zyklus wird immer enger geschnallt, als ob man einen Zoom langsam immer weiter fährt und immer konzentrierter wird, damit man sich nicht in Details verzettelt. So, glaube ich, ist die Offenbarung erzählt. Und deswegen haben wir in Offenbarung 6 schon den Tag des Zornes des Lammes, weil der erste Zyklus der Weltgeschichte damit abgeschlossen ist. Und dann fängt die Bibel, geht die da näher ran. Die sagt, jetzt könnt ihr euch grob orientieren. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Israelsgeschichte an. Und dann schauen wir uns, und das geht immer weiter ins Detail. Ja, das heißt, es fängt sehr allgemein an und wird immer feiner ausformuliert. Das ist klug. Deswegen glaube ich nicht, dass die Offenbarung linear ist, sonst würde das mit Offenbarung 6 nicht funktionieren. Und das sind alles so Fragen, die ich da immer wieder an die Auslegungen habe. Die darf man auch haben, weil wenn die Auslegungen richtig sind, können die das ja auch ab, so eine Frage. Ja? Darf ja mal fragen, warum seht ihr das so, warum seht ihr das nicht anders? Ja? Gut, also das wäre praktisch diese Einführung mal. In Vers 3 geht es dann weiter. Lasset euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, dieser Tag kommt nicht. Es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Und der Text, der sagt eigentlich, dieser Tag des Zornes des Herrn, der kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und der Antichrist offenbart werde. Das sagt der Vers. Ja? Erst kommt der Abfall, dann kommt der Antichrist und dann kommt der Tag des Zornes des Herrn. Ja, ich gehe nochmal zurück. Lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er, der Tag des Herrn, kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens, der da ist der Widersacher und so weiter. Ja? Das heißt, hier wird nach dieser Sichtweise, die man allgemein da vertritt, wird diese Reihenfolge hier gezeigt. Ja? Ich würde das vorschlagen.
würde eine andere Reihenfolge vorschlagen. Ich zeige euch auch gleich, warum. Ich glaube, dass der Tag des Herrn, der hier genannt ist, dass der mit dem Tag des Herrn in 1. Thessalonicher 5 übereinstimmt, weil es die gleiche Formulierung ist. Und der Tag des Herrn dort war in 1. Thessalonicher 5 der Tag, an dem unerwarteterweise welche in Verderben kommen und in Wehen kommen wie eine Frau und werden nicht entfliehen. Und bei dem, was wir aus anderen Kapiteln aus der Bibel gesehen haben, aus dem Alten Testament, ist dieses Bild, in Wehen zu kommen und zu gebären und in Verderben zu kommen, hängt immer mit der Belagerung Jerusalems zusammen und mit der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Das war die alttestamentliche Verheißung, die Paulus in 1. Thessalonicher 5 aufnimmt. Und wenn er das unter dem Tag des Herrn versteht, dann wäre das ja hier der Tag des Herrn, wäre dann ja der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, wie in 1. Thessalonicher 5 auch schon. Ja? Dann würde er ja auf 1. Thessalonicher 5 Bezug nehmen, nicht auf Zephania, das ist ja ganz hinten im Alten Testament, ja? Sondern wir gehen nicht so weit, wir gehen in den 1. Thessalonicher Brief, weil das viel naheliegender ist, das ist der gleiche Briefwechsel. Warum soll Paulus da andere Vokabel verwenden? Ja? Wir nehmen jetzt den Mehrheitstext, Tag des Herrn, und finden den auch in 1. Thessalonicher 5. Und in 1. Thessalonicher 5 sagt der Paulus, wird dein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr, und dann wird sie das Unheil, das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und werden nicht entfliehen. Das ist für ihn der Tag des Herrn in 1. Thessalonicher 5. Und da, wenn das durchgängig so gesehen würde, wäre das hier in 2. Thessalonicher auch der Fall. Das heißt, bevor der Tag der Wiedergeburt Jerusalems kommt, wird die Spaltung Israels entstehen, denn dieser Abfall hier oben, da komme ich gleich nochmal drauf, dieser Abfall kann auch heißen Revolte oder Spaltung. Oder Scheidung, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheidet. Oder wenn man ein Grundstück teilt. Oder wenn man einen Abstand einnimmt von etwas, wenn man sich von etwas entfernt. Ja? Und es kann auch Revolte oder Aufruhr bedeuten. Aufstand, ich zeige euch das auch gleich im Detail nochmal. Ja? Ja? Ja, aber hier ist es ein anderes griechisches Wort. Hier oben? Ja, das ist ein anderes griechisches Wort hier. Hier ist es im Griechischen Apostasia. Apostasy sagen die Engländer dazu, die Amerikaner. Apostasy, Apostasia. Dieses Wort gibt es nur noch einmal im Neuen Testament. Das wird nur zweimal erwähnt im Neuen Testament. Einmal hier und einmal in der Apostelgeschichte, wenn die Juden zu Paulus sagen, du lehrst die Juden von Mose abfallen und vom Gesetz. Da wird auch Apostasie verwendet. Ja? Und weil man in der Apostelgeschichte sieht, da geht es um einen religiösen Abfall von Mose nämlich, deswegen übersetzt man hier Apostasie auch mit Abfall vom Glauben. Sodass die Auslegung dann ist, in der Endzeit wird es einen Glaubensabfall geben, allgemeiner Glaubensabfall, wie wir den ja auch sehen mittlerweile unter der Christenheit. Und dann kommt der Antichrist und dann kommt der Tag des Zorns des Herrn. Ja? Aber ich zeige euch gleich noch was, dass, wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, dann sehen wir ja, es gibt, um das festzustellen, was wir dort lesen, was der Paulus dort formuliert hat, bräuchten wir den 2. Thessalonicher Brief eigentlich nicht. Alles, was Paulus da wohl irgendwo formuliert, haben wir an anderer Stelle schon finden können. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Und ich muss vielleicht eins sagen, mit letzter Gewissheit können wir nicht wissen, was Paulus dort in den Versen formuliert hat. Warum nicht? Weil wir bei dem Gespräch nicht dabei waren. Der bezieht sich auf ein Gespräch im 1. Thessalonicher Brief und dort bezieht er sich auf ein Gespräch, was er mit den Thessalonichern geführt hat, als er dort war. Wir waren bei der Bibelstunde nicht dabei. Ja? Das heißt, alles, was wir hier zu den Texten sagen können, muss Vermutung bleiben und darf deswegen nicht Dogma werden. Es ist eine Vermutung, die man hat. Ja? Hat ein Schweizer Theologe in einem Schweizer Werk darüber gepredigt. Und dann hat danach ein anderer Theologe 6 Wochen später gepredigt und hat gesagt, wir wissen nicht, was Paulus da im Einzelnen meint, weil wir bei dem Gespräch nicht dabei waren. Das fand ich mutig, ja? Das heißt also, wir haben hier, in dem, was Paulus hier formuliert, können wir nur Vermutungen haben. Und wir können das versuchen, durch Wortstudien jetzt irgendwie einzugrenzen, ob der Abfall jetzt ein Glaubensabfall ist oder eine Revolte. Wenn jemand eine Scofield-Bibel dabei hat, dann schaut mal, da ist in der Anmerkung steht Revolte oder Aufruhr. Ja? Das würde dann ja unter Umständen mit unserer
Theorie zusammenpassen, dass Israel in der letzten Zeit auseinanderbricht. Das könnte ja bedeuten, es wäre nicht verboten, ich drücke mich da mal ein bisschen vorsichtig aus, es wäre also nicht unerlaubt zu sagen, erst muss Israel auseinanderbrechen, erst muss die Spaltung Israels entstehen, damit Juda und Jerusalem isoliert wird, dann muss der Antichrist offenbar werden, der Jerusalem belagert und dann kommt Jerusalem zur Wiedergeburt. Das wäre erlaubt. Ja? Ich will euch nur gerade sagen, wenn jemand die, vielleicht habe ich auch ein Bild davon da, ich sehe jetzt hier meine Folien halt nicht so in der Darstellung hier auf dem Beamer, aber im Text steht auch von Aufruhr und zwar die Anmerkung C, da steht zu diesem Wort, es muss zuerst der Abfall kommen, da steht in der Scofield-Bibel griechisch, Doppelpunkt, he apostasia, das bedeutet der Aufruhr oder der Abfall. Könnte es sein, dass damit gemeint ist, dass der Norden einen Aufruhr gegen den Süden macht, wie unter Rehabeam und sich vom Süden trennt? Revolte, ja? Steht das bei dir auch? Aufstand, okay, ja? Ein Aufstand, ein Bürgerkrieg. 300.000 Leute demonstrieren in Tel Aviv gegen Netanyahu. Das dürfte man hier annehmen, ja? Ohne dass man das jetzt hier in Abrede stellt, ja, das sind Vermutungen, die wir hier anstellen. Die Frage ist, wie nah kommen wir dem Text, ehrlicherweise? Und wie fern müssen wir dem Text bleiben, ehrlicherweise? Ja? Ja? Das stimmt, ja. Ein Bruder hat zu mir gesagt, gut, aber der Glaubensabfall ist ein Prozess, der geht über Jahrzehnte. Hier geht es um ein katastrophisches Ereignis. Das gebe ich nur mal zu bedenken. Ich habe nichts dagegen. Wir wissen, wir können das nur vermuten. Ja? Wir umkreisen den Text wie die Katze den heißen Brei. Aber wir kommen da nicht näher ran. Ja? Und das muss man ehrlicherweise und bescheidenerweise zugeben. Man kommt nicht an den Text letzten Endes ran. Man kann nur mit dem, was man vielleicht an anderer Stelle gefunden hat, sich dem Text Stück für Stück nähern. Und wir kauen den mal ein bisschen, bewegen den mal ein bisschen hin und her, klopfen da mal ein bisschen drauf, ziehen mal, drücken mal ein bisschen, was da so passiert. Ja? Gut, Paulus schreibt jetzt hier, ich habe hier so einen kleinen Kommentar zur Erklärung mal geschrieben. Paulus sagt, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall, also diese Apostasia komme und offenbart werde, der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Die allgemeine Auslegung, die hört ja zu 99,5% im Internet, geht so, die Thessalonicher waren angeblich darüber erschrocken, dass der Tag des Herrn, nämlich die siebenjährige Trübsalzeit, schon da sei, weil sie nämlich so stark verfolgt wurden. Ja? Sie hatten angeblich einen gefälschten Brief erhalten, oder sie haben einen gefälschten Brief erhalten, muss man sagen, der angeblich folgenden Inhalt hatte, ja? Der dies behaupte, nämlich dass die schon in der Trübsal wären, weil die Thessalonicher unter starker Verfolgung litten. Paulus klärt sie angeblich darüber auf, dass vor dem Tag des Herrn, also vor der siebenjährigen Trübsalzeit, erst der Glaubensabfall und der Antichrist komme. Ja? Und dass sie diese Trübsalzeit nicht mehr erleben würden. Und ich würde folgenden Vorschlag machen. Der gefälschte Brief enthielt die Aussage, dass der Tag des Herrn, nämlich die Wiedergeburt Jerusalems, so hat Paulus das in 1. Thessalonicher 5 verwendet, dass der bereits da wäre und der Herr nun kurzfristig kommen werde, und zwar jederzeit, jede Stunde, jeden Tag, dass das jetzt unmittelbar kommen könnte. Deshalb hörten die Thessalonicher sogar auf zu arbeiten. Schreibt Paulus ja im Thessalonischer Brief. Ja? Er hört ja, dass manche vorwitzige Dinge treiben und er sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ja? Und nehmt euch zurück von jedem Bruder, der unordentlich wandelt. Er ermahnt die Thessalonicher, ja, und er sagt, seid nüchtern, wacht und seid nüchtern, seid nicht so schwärmerisch. Ja? Das ist das, was Paulus da schreibt. Und weil die in dieser unmittelbaren, kurzfristigen Naherwartung des Tages des Herrn und der Wiederkunft Christi damit auch waren, hörten die Thessalonicher sogar auf zu arbeiten. Paulus korrigiert sie darüber, dass vor dem Tag des Herrn erst noch der Abfall des Nordens Israels vom Süden erfolgen müsse, Apostasie, Revolte, Aufruhr, und der Antichrist auftreten müsse. Und dann erst dieser Tag des Herrn kommt. Ja? Man darf das tun. Ja? Ist aber eine ganz andere Lesart wie bisher. Und sorgt natürlich auch für Kritik. Ja? Viele sagen mir, das kann überhaupt gar nicht sein. Ja, wie kommst du überhaupt da drauf? Da sage ich, da müsste man sich jetzt Zeit nehmen und Jesaja 7 lesen und ein bisschen im Daniel einfach mal schauen, was da so vorgezeichnet worden ist.
Und dann mal versuchen zu verstehen, man kann an anderer Stelle sehen, dass Israel auseinanderbricht in der letzten Zeit. Das kann man sehen in den kleinen Propheten auch, weil Joel und Mischa gehen für die Endzeit immer davon aus, dass Juda und Ephraim separat sind voneinander. Und das findet ihr zum Beispiel in Sacharja 11. In Sacharja 11 sagt Gott zu Sacharja: Nimm dir zwei Stäbe. Der eine Stab ist der Stab Huld und steht für den Bund, den ich mit allen Völkern geschlossen habe. Und der andere Stab steht für die Bruderschaft zwischen Juda und Ephraim. Und dann soll Sacharja beide Stäbe zerbrechen. Der Sacharja zerbricht diesen ersten Stab Huld, der steht für den Bund, den Gott mit allen Völkern gemacht hat, in Christus. Dieser Bund in Christus geht zu Ende, weil die Vollzahl der Heiden irgendwann eingegangen ist. Und dann geht die Geschichte im Nahen Osten weiter. Sacharja zerbricht diesen Stab und dann sagt Sacharja in Sacharja 11, die Elenden unter den Schlachtschafen, die merkten, dass es des Herrn Wort wäre. Die einfachen Leute, ja, die merken das. Die anderen merken nichts mehr, hat der Jakob Czanke mal gepredigt. Sie merken nichts, ja. Aber dort in Sacharja steht, dass die elenden Schlachtschafe, die auf mein Wort merkten, steht dort, die auf das Wort des Herrn merken, die merken, dass es des Herrn Wort wäre. Das heißt, bitte? Sacharja 11. Ja? Und Sacharja war ja der Prophet der Rückführung. Die Juden kamen ja zu der Zeit von Sacharja aus der babylonischen Gefangenschaft zurück, oder? Wo war denn da Ephraim? Das existierte nicht mehr. Ephraim war 120 Jahre vorher von den Assyrern in die assyrische Gefangenschaft geführt worden und war weg. Der war zerstreut. Und Sacharja ist der Prophet der Wiederherstellung, der Prophet der Rückführung. Der beschreibt ja auch den Tempelbau 516, ja, vor Christus. Und der beschreibt halt, wie Juda wieder zurück ins Land kommt. Aber Ephraim hat nicht mehr existiert. Aber hier in Sacharja 11, da schreibt er von diesem Stab, der zerbrochen werden soll. Und da steht Vers 14, Sacharja 11, Vers 14, und ich zerbrach meinen anderen Stab, Eintracht, dass ich aufhöbe die Bruderschaft zwischen Juda und Israel. Das ist ein seltsamer Vers, weil die Bruderschaft zwischen Juda und Israel, dem Norden Israels, konnte überhaupt nicht zerbrochen werden, weil da war ja nur ein Teil da. Und ich würde das mal so deuten wollen, dass in der Endzeit Israel zerbricht. Der Süden und der Norden wird wieder zerbrochen werden. Die Bruderschaft wird aufhören. Und das merkt ihr. Heute Morgen kam ein Artikel zum wiederholten Mal in Haaretz. Eretz Israel ist das Land Israel. Haaretz ist die Welt, ja? Die jüdische Welt, die Welt. In Deutschland, Frankfurter Zeitung, ja? Und in Israel heißt die Welt halt Haaretz. Und die schreiben, dass seit dem Unabhängigkeitstag, jetzt vor einigen Tagen, den Israel da gefeiert hat, das Land in zwei Teile zerbrochen ist und diese zwei Teile nicht mehr zusammenfinden. Das steht in der Zeitung mittlerweile. Ja? Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie das im Einzelnen kommt, weiß ich nicht. Die Bibel setzt das voraus. Wie das zustande kommt, frage ich mich selber. Historisch war es so gewesen, dass man eine ähnliche Situation hat in Jesaja 7 und da war es aber so, dass das heutige Westjordanland zu Israel dazugehört hat. Ja, und es könnte sein, dass bei diesen ganzen Palästinenser-Themen da Israel auch das Westjordanland repatriiert. Und dann hätte man Israel in der Größe und Formation, wie es damals war, 7. Jahrhundert, 8. Jahrhundert vor Christus. Also rein landtechnisch. Rein, exakt, ja, rein landtechnisch. Ja. Bitte? Mit den Stämmen, ja, klar. Natürlich. Also man muss jetzt, an der Stelle müsste man ein bisschen Zeit nehmen und müsste ein bisschen Historie machen. Ja? Im 8. Jahrhundert vor Christus war der König Omri im Norden Israels, ein gottloser Mann, aber wirtschaftlich hoch erfolgreich. Der Norden war zu dieser Zeit sehr reich, weil die viel Handel getrieben haben. Omri war für Israel gut, er hat viele Bauten auch gemacht. Der Norden war sehr vermögend und der Süden in Juda war Gott ergeben, aber ärmlich. Und das haben wir eigentlich heute auch wieder. Im Norden in Tel Aviv, da baut Microsoft, da wird Apple programmiert. Ich hatte selber einen Kunden bei der Bank, ein junger Israeli, Mitte 30, Internetmilliardär aus Tel Aviv. Mitte 30, war vorher beim Militär, hat angefangen zu programmieren. Ja? Gibt es nicht selten in Israel. Das heißt, Tel Aviv mit Wolkenkratzern, hier diese PricewaterhouseCoopers, ja? Wie in Manhattan fast,
reich, Vermögen, da wird Geld verdient, da wird auch investiert. Und der Süden, der lebt halt ein bisschen von Tourismus, von den Evangelikalen, die da Urlaub machen. Jetzt aber auch nicht, ja? Im Moment geht ja keiner nach Israel. Ja, die haben ein Riesenproblem im Moment. Aber wir haben eigentlich im Norden, einen gottlosen Norden mit LGBTQ und allem, aber reich. Und im Süden haben wir so das Talmud-Judentum, pharisäisches Talmud-Judentum, aber ärmlich. Ja? Das heißt, diese Strukturen, die nähern sich schon sehr stark dem an, was wir historisch in der Bibel finden. Ja, ja genau. Es gibt auch, man könnte auch jetzt Jesaja 17 lesen, ja, wo dann davon steht, dass Damaskus keine Stadt mehr sein wird, sondern ein wüster Steinhaufe. Es ist aus mit der Feste Ephraims. Sollen wir es mal lesen gerade? Nicht, dass wir uns da verzetteln, aber das ist interessant. Schlag mal Jesaja 17 auf, wenn er möchtet, die ersten Verse. Da steht was ganz Komisches. Da wird nämlich gesagt, dass Damaskus die Schutzmacht Ephraims ist. Ja, Vers 4 vielleicht mal bitte. Aha, der Reichtum Israels geht zur Neige. Israel wird ärmlich werden. Jakob hatte einen fetten Leib und der wird mager. Und Syrien wird auch mager werden. Ja? Das Übrige, das was noch in Syrien übrig bleiben wird, wird genauso ärmlich sein wie die sogenannte Herrlichkeit der Kinder Israel. Denn zu der Zeit wird die Herrlichkeit Jakobs dünn sein und sein fetter Leib wird mager sein. Das heißt also, die Fettigkeit Israels, die hört auf. Und der Begriff, du hast glaube ich eine Schlachterbibel, ne, die du da übersetzt, ja? Ja, bei mir steht, es wird aus sein mit der Feste Ephraims. Da steht im Hebräischen mit der Schutzmacht Ephraims. Also Damaskus wird zerstört und es wird aus sein mit der Schutzmacht Ephraims. War Damaskus die Schutzmacht Ephraims? Das würde ja heißen, dass Syrien mit Ephraim irgendwie im Bund war. Klingelt da was bei euch? Syro-Ephraimitischer Bund? Ja? Das ist eine ganz alte Geschichte, die ich erzähle. Wir haben jetzt ja, ich habe ja immer nur Jesaja 7, habe ich euch erzählt. Jetzt gehen wir mal in Jesaja 17, da findet man das wieder. Ich erzähle eine alte Geschichte. Und ein Rabbiner zum Beispiel, der würde sagen, was der Klein erzählt, das steht ja alles hier in unserem Tanach. Das ist eine alte Geschichte. Rom, das war unbekannt für uns. Aber das ist alt. Dann heißt das also, prüft das vielleicht einfach nach, wenn ihr zu Hause seid, ja? Damaskus ist die Schutzmacht Ephraims. Warum denn? Weil Damaskus mit Ephraim in einen Bund gehen wird. Das war im 8. Jahrhundert schon so, Jesaja 7, Syro-Ephraimitischer Krieg. Und das erwarte ich wieder in der Endzeit. Denn der kommende Fürst macht einen Bund mit den vielen, nicht mit ganz Israel. Mit welchen vielen denn da? Mit dem abgespaltenen Norden, mit Ephraim. Ephraim war der größte Stamm der 10 Stämme. Und deswegen ist der Sammelbegriff nach dem größten Stamm benannt, nach Ephraim. Manchmal heißt es auch Israel und dann meint man damit das Nordreich, ja? Im Gegensatz zu Juda. Wenn man über die Situation in Nahost nachdenkt, dann gibt es ja diese Diskussion um die Zwei-Staaten-Lösung. Ja. Bethlehem? Im Westjordanland, oder? Als Beispiel. Ja. Also ich glaube, dass Gott Israel sammelt. Und ich glaube, Israel ist ja als Flickenteppich gestartet. Und in jedem Krieg, 49, 67, 73, wurde das Staatsgebiet immer größer. 224 auch? Ist 225 das Westjordanland repatriiert? Ja, das sind so Fragen, und das weiß niemand. Der Nahe Osten, das ist ja ein Hexenkessel, da geht's ja hin und her. Ja? Die Zwei-Staaten-Lösung, das ist ein Vorschlag, wo man sagt, lass doch einen Teil Israels den Palästinensern und ein Teil Israels gehört den Israelis. Das wäre eine Spaltung. Bitte? Das wäre eine Spaltung. Die Israelis wollen das nicht. Auf gar keinen Fall. Nach der Aktion jetzt funktioniert das auch nicht mehr. Ja, aber das war ganz lange von den Amerikanern den Israelis aufoktroyiert und die haben dem immer irgendwie nachgegeben und auf Zeit gespielt. Aber jetzt ist mittlerweile was ganz Blödes passiert, denn die orthodoxen Juden im Süden Israels, die kriegen viel, viel mehr Kinder als die im Norden. Als der Staat Israel gegründet wurde, da hat die Regierung gesagt, komm, die Orthodoxen, die wollen halt keinen Wehrdienst machen, die wollen nicht arbeiten, die wollen den ganzen Tag im Talmud lesen und im Tanach. Das waren 35.000 Juden damals, 1948, das gestehen wir denen zu, die schleppen wir mit. Hauptsache Israel kommt wieder irgendwo in Gang. Und dann geht das salamischeibchenweise, geht das schon vorwärts. Heute sind das 1,35 Millionen. Von 8 Millionen 1,35. Und die wählen alle. Ja, die gehen halt wählen. Das heißt also, dieser homogene Block der orthodoxen Juden wird immer stärker.
Und der Norden weiß das. Und der Norden hat Angst, dass er von den Orthodoxen usurpiert wird und dass die irgendwann übernehmen. Und jetzt heißt es ja gut, die Demonstration in Tel Aviv gegen Jerusalem, die war ja wegen der juristischen Überarbeitung, Juristic Overhaul. Ja? Der Netanyahu wollte ja die sieben Richter in Israel selber bestimmen. Und nicht, dass die sich gegenseitig einfach wählen können, wie sie wollen. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Der Netanyahu hat gesagt in seiner Regierungskoalition, ich will, dass wir ein Rechtssystem haben wie in Amerika. Ich möchte gerne, dass die sieben Richter in Israel, die sind sehr liberal und die halten auch die Orthodoxen mit ihren Gesetzgebungen immer so ein bisschen in Schach. Und zwar machen die das so, wenn die so eine Gesetzeseingebung machen, zum Beispiel sagen die, Christen dürfen in Israel nicht mehr evangelisieren, dann reichen die das ein, dann wird das Gesetz in der Knesset beschlossen und dann muss das zum Schluss zu den sieben Richtern und die müssen das unterschreiben. Dann lesen die das und sagen, gibt nur Unruhe und schreiben die drunter unangemessen, Unterschrift, Datum, das ist Gesetz, futsch. Da sagt der Netanyahu, so kann ja niemand regieren. Ja? Und da sagt der Netanyahu, wir wollen das machen wie die Amerikaner. Wenn einer der sieben obersten Richter stirbt, dann darf der dann amtierende Staatschef, der darf dann einen Richter bestimmen. Ja? So machen die Amerikaner das. So wird deren höchstes Gericht zusammengestellt. Und da haben die Orthodoxen gesagt, ja, machen wir mit, aber wir wollen auch was. Wenn du was kriegst, kriegen wir auch was. Wir sind ja schließlich eine ziemlich große Wählergruppe für dich. Und wenn du uns das nicht gibst, dann treten wir zurück, dann fliegt deine Regierung auseinander. Du hast ja eh nur so eine ganz hauchdünne Mehrheit. Das heißt, die erpressen ihn immer. Jetzt sagen die orthodoxen Juden, wir wollen gerne auch eine Rechtsreform. Wir wollen nämlich, dass überall in allen Orten in Israel der Sanhedrin wieder eingeführt wird. Das hört ihr aber nirgendwo. Das war am Anfang mal kurz in der Meldung, wird heute total verschwiegen. Wir wollen, dass überall im Land der Sanhedrin eingerichtet wird und dass wir Rabbiner, der Sanhedrin ist 2018 wieder neu gegründet worden, nach 2000 Jahren. Das ist derselbe hohe Rat, der Jesus verurteilt hat. Ja? Und die wollen jetzt, dass der auch juristische Vollmacht bekommt, dass wenn Rechtsangelegenheiten sind im Familiengericht und so weiter, dass das jetzt an den rabbinischen Sanhedrin geht. Jetzt sagen die im Norden, ich bin ja nicht verrückt, morgens programmiere ich für Microsoft und abends muss ich vor dem Rabbi sitzen, mich für meine Ehe entschuldigen. Und dann haben die natürlich Angst davor, weil die Rabbiner sagen, ja, dann wird der Strand auch unterteilt in Tel Aviv. Da baden nur Männlein, da baden nur Weiblein. Mischehen sind verboten. Ein Israeli mit einer ausländischen Frau, die Ehe wird getrennt. Ist im Alten Testament bekannt, Nehemia. Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Firmen werden verboten, weil das nicht koscher ist. Und dann kommen überall koschere Gesetze und die Krankenhäuser sind auch, ist auch Brot mit Sauerteig verboten und so weiter. Und die im Norden sagen, das gibt ja eine Scharia-ähnliche Regierung, die uns die Talmud-Juden da aufzwängen wollen. Das wollen wir nicht. Und dann sind die auf die Straße gegangen. Die haben nicht demonstriert wegen den sieben Richtern, das wird uns nur erzählt. Die haben demonstriert gegen die Talmud-Gesetze, die ihnen aufgezwängt werden sollen. Von einer orthodoxen Judenschaft, die jedes Jahr zunimmt. Und diese Generationenlawine, die läuft schon. Und die wissen, in 20, 30 Jahren sind die so stark, dass der orthodoxe Block immer stärker wird. Und die wollen, dass das eine jüdische Heimstätte ist. Und dann wollen die einen jüdischen Staat. Und das ist das Problem. Und das reißt Israel auseinander. Weil da ist der moderne Westen mit Internet und mit Computern und mit Hightech-Technology und richtig viel Geld, was da verdient werden kann, mit Sicherheitssoftware, Pegasus, ja, wer sich da auskennt mit, wird ja überall verkauft in der ganzen Welt, hat Deutschland auch gekauft. Und auf der anderen Seite mittelalterliches Talmud-Judentum. Im Norden sehr reich, im Süden sehr arm. Im Norden sehr gottlos, im Süden halt talmudisch irgendwie Gott ergeben. Ja? Und das war genau die Situation im 8. Jahrhundert vor Christus. Und dann ist im 8. Jahrhundert vor Christus noch dazugekommen Bedrohung von Assyrien, in Klammern Iran vom Norden, der immer weiter nach Süden drängte. Und dann hat Damaskus, der König Rezin, einen Bund geschlossen mit dem Pekach, mit dem König von Samaria im Norden Israels. Ja? Und das war der Syro-Ephraimitische Bund. Das ist nicht das erste Mal, dass Syrien mit Ephraim zusammen war. Das geht zurück bis ins Richterbuch. Das geht zurück bis ins 5. Buch Mose. Bis zur Landnahme geht das zurück. Das ist aber zu viel für euch heute Abend. Da platzt einem ja der Schädel. Ja? Aber die Geschichten müsste man kennen. Und dann wüsstet ihr, was ich euch erzähle, ist alttestamentlich. Ja? Das heißt also, das, was wir hier haben, in Jesaja 17 steht, dass Damaskus die Feste Ephraims ist, die Schutzmacht Ephraims. Ephraim ist mit Damaskus im Bund? Na ja, natürlich. Warum das denn? Na, weil es 8 Jahrhundert vor Christus ist. Jesaja, es ist Geschichte.
Und das kommt wieder, weil in Daniel 9 steht, in der letzten Zeit, der letzte Fürst, der dann kommt, macht einen Bund mit den vielen. Und den letzten Fürst erwarte ich halt nicht vom Tiber, nicht aus Rom, sondern aus Damaskus. Und der macht einen Bund mit den vielen, nicht mit ganz Israel, sondern mit dem abgespaltenen Norden Israels, weil Israel zerbricht. Und das Land hat überhaupt keine Zeit mehr, ein funktionierendes Staatswesen zu gründen, sondern sie sind nur noch eine unstrukturierte Masse, die sich einig ist darin, nicht mehr mit dem Netanjahu. Dann haben wir eine Zwei-Staaten-Lösung. Wieso kann ich das so keck behaupten? Weil das biblische Geschichte ist. Ich denke mir das nicht aus. Es steht in der Bibel. Aber wir kennen das nicht. Wir sind nicht unterwiesen darin. Das ist neu für uns. Und weil wir das jetzt hier an 2. Thessalonicher 2 machen, müssten wir eigentlich sagen, hier ausmachen, Jesaja aufschlagen, Omri lesen, Jesaja 17 lesen, Daniel lesen, Marschgepäck sammeln, aufnehmen, auswerten, durchdenken, heimisch werden damit und dann diese Texte anschauen. Denn das ist Bibelkenntnis. Und die fehlt uns leider. Und da wird spekuliert im Internet, da macht man Wortstudien darüber, ist das jetzt Apostasie, was heißt das, wo kommt das Wort her, wie wird das verwendet, wie könnte man das deuten, was meint er denn hier? Manche sagen, der Abfall hier, das heißt Apostasie, und Apostasie heißt auch, wenn man sich entfernt von jemand, wenn man von jemand weggeht. Jetzt sagen die Leute, ja, das Abfall, das heißt Entrückung, weil die Gemeinde entfernt sich ja von der Erde, das wird immer doller. Und ich mache das nicht. Ich mache das nicht. Ich versuche das, was ich an anderer Stelle gefunden habe, dahin zu bringen, zu sagen, gibt es einen Abdruck, das ist ja ein Abdruck von einem Gespräch, was mit dem, was wir an anderer Stelle schon wissen, zusammenpasst. Das heißt, wir wüssten jetzt aus Jesaja 7, aus Jesaja 17, aus Sacharja 11, dass Ephraim und Juda sich wieder trennen, dass das ein Sinnbild ist dafür, dass der Norden Israels vom Süden abfällt. Weil da eine Revolte läuft, ein Bürgerkrieg, ein Aufruhr und Haarrisse davon sehen wir schon. Das haben wir gesehen, bevor der Krieg angefangen hat. 300.000 Leute auf der Straße. Und der Haarriss geht zwischen dem Norden Israels, Tel Aviv und Jerusalems. Unfassbar. Ich habe vor einigen Monaten mit dem gesprochen, ja, Dr. Der ist Ältester von der messianischen Gemeinde. Und ich sage, kannst du dir vorstellen, dass Israel zerbricht in den Norden und in den Süden? Dann sagte er zu mir, das steht ja schon 25 Jahre in der Presse. Ja, ja, sage ich, das ist richtig, aber könntest du dir vorstellen, dass das auch in der Bibel steht seit 2000 Jahren? Und da war er nachdenklich. Dass das seit 25 Jahren in der israelischen Presse bewegt wird, das ist allgemein bekannt. Da gibt es Intellektuelle in Israel, die sagen, wir passen nicht zusammen. Ihr Talmud-Leute seid nicht zu begeistern für unsere westliche Lebensart. Und wir wollen auch nicht euer Leben haben. Lasst uns doch das Land teilen. Lebt ihr da unten und wir leben hier oben. Außenpolitisch, wirtschaftlich treten wir nach außen auf. Militärisch treten wir nach außen als eine Einheit auf. Aber im Staat trennen wir uns. Da gibt es so Internetseiten, da wird zu Zehntausenden abgestimmt, um eine Petition einzureichen, Israel, wir trennen uns. Seit 25 Jahren. Ja? Stellt euch mal vor, man hätte die Informationen alle gesammelt. Man hätte plötzlich ein solches Bild von Israel mit der Information und kommt dann zu so einem Text. Und der Paulus sagt, da kommt erst der Abfall und Abfall kann auch Revolte heißen oder Aufruhr oder Bürgerkrieg oder Spaltung. Ja gut, da wäre er naheliegend. Ja? Und Entschuldigung, ich will jetzt da nicht prahlen, aber ich muss euch das erst alles beibringen, dass ihr ein bisschen mitdenken könnt und Kenntnisse habt. Und dann kommt ihr mit einer neuen Perspektive an diesen Vers ran, die man vielleicht bisher noch nicht hatte. Und dann fängt man den Vers vielleicht anders an zu durchdenken und hat vielleicht ein anderes Ergebnis. Aber weil so viele so wenig davon informiert sind, sagen die, der Kleine, der ist verrückt. Aber deswegen versuche ich dann überall am Text zu zeigen, Sacharja 11, zerbricht den Stab der Bruderschaft zwischen Norden und Süden, das sehen wir jetzt. Zerbricht den Stab der Huld, Gottes Zuwendung an die Völker, Gott beendet das. Das Evangelium geht wieder nach Hause und dann kommt Jesus wieder. Die Stäbe werden zerbrochen. Und vielleicht nur zur Ergänzung, wir haben gestern Abend kurz drüber gesprochen, wer den Text mal lesen will. Zwischen diesen beiden Versen in Sacharja 11 wird zweimal 30 Silberlinge erwähnt. Einmal 30 Silberlinge, nochmal 30 Silberlinge. Ich habe mich gefragt, was, wieso, das war doch der Judaslohn für den Verrat an Jesus. Wieso steht denn das hier in Sacharja 11? Und dann auch noch zwischen diesen beiden Stäben. Naja, einfach deswegen, Israel hat Jesus verraten. Und die Christenheit auch. Die ganze Welt wird Jesus verraten. Und wenn alle ihre Sünde voll gemacht haben, dann kommt er wieder. Das steht in Sacharja 11.
Und der Abfall steht dort auch, ja. Ich vertilgte 3 Hirten in einem Monat. Und ich sprach zu ihnen, ich will euch nicht mehr. Da sprachen sie zu mir, wir wollen dich auch nicht. Und da habe ich gestutzt über den Vers. Weil ich habe gedacht, es muss doch anders heißen. Sie wollten mich nicht mehr, da wollte ich sie auch nicht mehr. So muss es doch heißen. Aber da steht, ich wollte sie nicht mehr und da wollten sie mich auch nicht mehr. Und da habe ich lange drüber nachgedacht. Dann habe ich gedacht, Gott sagt zu den Hirten, das sind die verantwortlichen geistlichen Führer, christliche Führer, der sagt zu ihnen, ich will euch nicht mehr. Was müsste denn da ein christlicher Pastor sagen? Der müsste in Sack und Asche auf die Knie gehen und sagen, Herr, vergib mir, ich will mich bekehren. Bleib bitte bei mir. Halt fest an uns. Ja? Jetzt steht da aber, ich wollte sie nicht mehr, da wollten sie mich auch nicht mehr. Der Jeremia sagt, ich habe gedacht, das arme Volk ist nicht gut gelehrt, aber sie hatten alle die Seile zerrissen. Die waren schon weg, die waren schon, ja, die haben schon den Jordan überquert, wie will man das denn sagen? Ja, ich wollte sie nicht mehr und da wollten sie mich auch nicht mehr. Und sondern geh doch. Diese Gleichgültigkeit, und das steht in Sacharja 11. Und dann steht in Sacharja 11, zerbrich die Bruderschaft zwischen dem Norden und dem Süden, zwischen Ephraim und Juda. Und Sacharja war ja der Prophet der Wiederherstellung, wo es überhaupt keinen Norden gab. Es gab kein Ephraim. Ja, es gab ja nur Juda. Das heißt, zur Zeit von Sacharja, 520 vor Christus, 516, das war so die Zeit ungefähr, da konnte überhaupt keine Bruderschaft zerbrochen werden. Die konnte seit 120 Jahren schon nicht zerbrochen werden. Und vor der assyrischen Gefangenschaft war sie schon zerbrochen. Warum denn? Weil der Norden war doch im Bund mit Syrien, Syrien-Ephraimitischer Krieg. Das hat ja überhaupt das zu Assyrien geführt, ja, zu der Gefangenschaft. Versteht ihr, das ist immer die gleiche Geschichte, die ich erzähle. Ist immer, manche langweilen es vielleicht, weil ihr das schon so oft gehört habt, ja. Für andere ist das vielleicht jetzt neu. Aber wenn wir darin zu Hause sind, wenn wir das kennen, dann müssten wir ja sagen, gut, wir wissen aus Sacharja 11, dass Israel zerbricht, 2-Staaten-Lösung. Aber eine ganz andere, wie bisher gedacht, in den Norden, in den Süden. Warum? Weil es sie schon mal gab. Nach Salomo. Ja? Warum sind denn die damals auseinandergegangen? Na, wegen der Steuer, weil der Rehabeam zu viel Geld haben wollte und die Fronlast war zu stark und da sagen die 10 im Norden, nun gehen wir halt. Und heute nimmt Jerusalem die Steuern ein vom reichen Norden. Wenn die sagen, wir brauchen mehr Geld, wir wollen Krieg führen, dann sagt der Norden, wir mögen das. Ja? Versteht ihr das? Das ist immanent im Wort Gottes und man kann das in den kleinen Propheten sehen. Wir haben das jetzt nur bei Sacharja gesehen. Wir könnten da Micha lesen, wir könnten Joel lesen. Joel unterscheidet sehr genau zwischen Israel und Ephraim und Juda und Jerusalem. Der schreibt das nicht einfach so dahin. Ja? Das Haus David und die Bürger zu Jerusalem werden den sehen, in den sie gestochen haben. Das ist nur Jerusalem, gell? Aber ihr hört immer, das ist ganz Israel. Weil man nicht genau liest. Und wenn man die kleinen Propheten genau liest, Joel, dann sieht man, dass Joel unterscheidet zwischen Israel und Juda und Ephraim und dem Norden Israels und dem Süden Israels, zwischen Samaria und Jerusalem. Der macht das wie ein Uhrmacher, das ist hochexakt. Aber wir lesen da so drüber weg, weil wir da keine Sinne für haben. Und ich hoffe, das für euch ein bisschen zu sensibilisieren, wenn ihr diese Propheten lest, dann macht es immer wieder neu klack. Und wer das mal gehört hat, selbst wenn er da kritisch ist und er seine Bibel aufmerksam liest, ihr werdet immer wieder zu den Dingen kommen. Und ich hoffe und bete, dass vielleicht die Kritiker in einem Jahr oder zwei sagen, vielleicht ist da doch was dran. Das ist meine Hoffnung. Ja? Deswegen lasse ich mich da nicht groß deprimieren, wenn jetzt Leute sagen, ich kann mir das nicht vorstellen, ich glaube das nicht. Mir genügt, wenn meine Zuhörer das nur einmal gehört haben. Das genügt mir, weil das bleibt in ihnen. Und wenn wir das erleben sollten, dass das passiert, und die Haaretz schreibt schon davon, ja? Und der hat es auch schon mal gehört jetzt, dass es in der Bibel steht, vielleicht liest er ja auch mal, ja? Das heißt also, der Botschafter von Israel, der in New York Botschafter gewesen ist, der hat während der Demonstration in Tel Aviv, als die 300.000 Leute auf der Straße gewesen sind, hat er gesagt, ich bin erinnert an die Zeit der Könige. Wenn das so weitergeht, das sieht ja aus, als ob unser Land auseinanderbricht. Und wir wissen gar nicht, wie wir das wieder zusammennehmen sollen. Und er sagte, das stimmt sogar geografisch. Das geht ja am Meer da entlang hoch und das passt ja genau. Den Riss, den wir heute in Israel intern sehen, das ist derselbe, den wir in der Bibel haben. Das sagt der Botschafter von Israel. Der war Botschafter in New York und der ist jetzt irgendwie Sicherheitsberater vom Netanyahu gewesen und vorher, glaube ich, von Bennett. Hochkarätige Politiker. Ihr lieben Geschwister, das kommt jetzt schon im Fernsehen. Die Spatzen pfeifen da von den Dächern. Wenn ich das aus der Bibel zeige, dann gucken die Leute mich an, schütteln mit dem Kopf. Warum? Entschuldigung, weil sie sich nicht auskennen.
Und wenn die Dinge kommen, wird die Gemeinde Jesu davon überrascht sein, weil da kommt ein Tier, mit dem sie nicht rechnen. Sie staunen hinter dem Tier her und sagen, wie kann das denn sein, dass das schon mal war und dann wieder nicht ist und wieder kommt. Ja? Die Gemeinde Jesu wird das überfordern, weil die Gemeinde nicht wacht. Warum? Weil sie nicht informiert wird. Sie weiß ja gar nicht, worauf sie achten soll. Ja? Der Jesus sagt ja, achtet auf die Zeichen der Zeit. Dann sage ich, Herr Jesus, das will ich gerne tun. Was sind die denn? Erstens, Israel zerbricht. Das können wir mit den Augen sehen. Da brauchen wir keine Bibelkenntnisse für. Das wird in der Presse gemeldet. Ja? Zweitens, Jerusalem kommt zum Glauben an Jesus. Wenn das kommt, fängt die 70. Jahrwoche an. Und die Generation, die das sieht, die wird nicht vergehen bis. Und ich hoffe und bete, dass manche Zuschauer oder Leser von den Büchern irgendwann daran erinnert werden und sagen, ich habe das jetzt immer wieder, überall sehe ich das. Was ist denn mit dem Kleinen los? Wieso hat er denn erzählt? Ich kriege das nicht mehr aus dem Kopf. Ja? Und deswegen, ich erwarte auch nicht, dass das jeder jetzt repetieren kann und sofort irgendwo weitergeben kann. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte nur, dass man gelassen zuhört, der ein oder andere sich vielleicht notiert und wegen mir das auch ablegt und auch das ruhen lässt. Ja? Und dann vielleicht nach ein paar Wochen mal wieder aufnimmt. In der Bibellese stolpert man darüber. Ja? Und dass Gottes Wort und Gottes Geist das Stück für Stück in den Leuten irgendwo immer wieder in Erinnerung bringt. Das mehr will ich überhaupt nicht. Ja? Das genügt auch schon. Wenn er rausgeht und sagt, ich habe überhaupt nicht verstanden, was er sagt, dann ist alles immer so viel, sage ich, das ist nicht schlimm. Die wichtigen Dinge bleiben immer im Herzen hängen. Macht der Heilige Geist auch. Ja? Gelassen, wir gehen da gelassen durch. Ja? Machen das nicht verkrampft. Und das kann man immer wieder mal wiederholen. In YouTube kann man das ja immer wieder nochmal neu angucken, wenn man sich dafür interessiert. Ja? Ist ja keine Pflichtveranstaltung. Was ich sage, ist, ich erzähle immer nur die gleiche alte Geschichte. Zwei-Staaten-Lösung, glaube ich, dass die kommt. Und zwar so, wie es im Alten Testament war. Ganz anders, als man glaubt. Die Zwei-Staaten-Lösung, die man bisher hatte, die fällt gerade hinten runter. Nach der Aktion im Gazastreifen und im Westjordanland übrigens auch, im Westjordanland geht es voll ab, das meldet aber niemand. Ja? Aber ich glaube, für Israel ist das Westjordanland noch wichtiger als Gaza. Und um das vielleicht noch zu sagen, im 8. Jahrhundert vor Christus, Syrer-Ephraimitischer Bund, da gab es auch Gaza. Mich würde gar nicht wundern, wenn der Gazastreifen bestehen bleibt, das Westjordanland aber repatriiert wird und dann Israel soweit komplett ist und dann getrennt wird. Das kann ich mir vorstellen, weil das den biblischen Linien entspricht. Ob das jetzt schon soweit ist, das weiß ich nicht, das weiß niemand. Ich will euch nur eine Struktur zeigen, die im Alten Testament angelegt ist, die immer weiter erzählt wird, die der Paulus fortführt und der Johannes in der Offenbarung abschließt. Es ist immer eine Linie, immer dieselbe Linie, es ist immer dasselbe. Ja? Und Rom passt da nicht rein. Das ist eigentlich schon alles. Ja? So, und mit dem Wissen, was wir jetzt so nur so rudimentär mal haben, wenn wir dann diesen Text lesen und sagen, lasst euch niemand verführen in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, nämlich der Tag der Wiedergeburt Jerusalems, ja, der Tag des Herrn, ja, der kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Aufruhr komme, die Spaltung komme, die Trennung komme, die Revolte und offenbart werde der Mensch der Sünde, das Kind des Verderbens. Das heißt, Israel zerbricht in zwei Teile. Der Norden macht einen Bund mit dem Antichristen. Ja, und der Antichrist greift Jerusalem an und die Stadt Jerusalem kommt in Wehen und gebiert, Wiedergeburt. Aber das erzähle ich doch schon die ganze Zeit, die ganzen Tage und die ganzen Monate erzähle ich euch das schon. Ja? Und das finden wir jetzt hier im Vers wieder. Mehr ist es ja nicht. Ja, ja. Ja, das ist die Frage, was jetzt damit gemeint ist. Ja? Also haben wir heute Morgen auch diskutiert. Der Tag des Herrn wird von Paulus verwendet, zwar im 1. und 2. Thessalonischer Brief. Der wird in Zephania erwähnt und Petrus spricht vom Tag des Herrn. Und alle drei sprechen von einem unterschiedlichen Ereignis. Und das ist relativ schnell nachvollziehbar. Petrus sagt, der Tag des Herrn wird kommen und dann werden die Elemente zerschmelzen und zergehen und die ganze Erde wird verbrennen. Das ist das Ende der Erde, das ist nach dem tausendjährigen Reich. Das ist nach dem großen Endgericht, gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und die Erde wird verbrennen. Wann, sagt Petrus? Am Tag des Herrn. Das heißt, Petrus hat einen anderen Tag des Herrn als Zephania. Und Zephania hat einen anderen Tag des Herrn wie Paulus. Und Paulus hat einen anderen Tag des Herrn wie Petrus. Es sind drei verschiedene Tage. Anno Domini, das Jahr des Herrn. Ja, so verstehe ich den Tag des Herrn und ich möchte den gerne inhaltlich füllen, nicht formell. Weil zumindest einmal Zephania und Petrus meinen zwei unterschiedliche Tage, wenn sie den Tag des Herrn beschreiben. Das glaube ich, das kann man sehen. Und Paulus macht das auch und ich mache die gedankliche Brücke und sage, wenn Paulus den Tag des Herrn hier meint, ja,
er kommt nicht, dann ist das nicht der Tag von Zephania, sondern ist es der Tag des Herrn, den er in 1. Thessalonicher 5 schon mal verwendet hat. Weil ich sage, diese Verbindung ist für mich die nächste. Denn vom 2. Thessalonicher bis zu Zephania, das sind ja 2,5 Kilometer. Ja? Das macht man nur, um bestimmte Dinge zu begründen. Und ich sage, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? 1. Thessalonicher 5 haben wir doch schon den Tag des Herrn. Und da hat es irgendwie mit Schwangerschaft zu tun und Wehen und Unheil und ja, niemand wird entfliehen. Das ist der Gedanke, den ich habe. Das heißt also, ich sage, in 1. Thessalonicher 5 haben wir gestern Abend gemacht, 1. Thessalonicher 5 spricht Paulus vom Tag des Herrn und sagt, der Tag des Herrn ist ein Tag, an dem die Wehen sich schnell übereilen werden. Und ich sage, das ist unser Wehenbild. Zion kommt in Wehen. Das ist für Paulus der Tag des Herrn. Deswegen haben wir das gestern Abend erst gemacht. Und mit dem Wissen gehen wir jetzt hier hin und finden wieder den Tag des Herrn beim Paulus in 2. Thessalonicher 2 und sagen, dann meint er wohl den gleichen Tag. Kann man das verstehen? Ja, ne? Ja? Und das ist natürlich spannend. Das ist viel komplizierter. Ja. Ja, das stimmt. Also eine Gnadenzeit wird kommen und auch ein Friede wird erst nochmal kommen. Ja? Er sagt ja, es wird dann ruf sein Friede, Friede und dann fangen die Dinge eigentlich an zu laufen. Und es ist so, du hast auch recht, das ist viel komplizierter, als man das bisher hört. Warum ist das denn komplizierter? Weil der Schriftwechsel zwischen Paulus und den Thessalonichern theologisch auf einem viel höheren Niveau abgelaufen ist, als wir das den Zeilen zutrauen. Die Thessalonicher kannten sich gut aus in der Bibel. Ja? Die kannten auch Daniel. Und das können wir heute nicht machen. Aber Daniel 9, Daniel 11 und die Wiedergeburt Jerusalems wird in 2. Thessalonicher 2 zusammengeführt. Der führt das zusammen. Das führt jetzt zu weit. Wir müssen auch vielleicht ein bisschen langsam machen. Das müsst ihr ja auch alles ein bisschen gedanklich mitvollziehen können. Ja? Ich will euch da nur sagen, das sind ganz große Linien. Und der Schriftwechsel zwischen Paulus und der Thessalonicher, das war wirklich kompliziert. Und eigentlich sind wir hier so auf der Zugspitze. Und um auf die Zugspitze hochzugehen, da braucht man Kondition. Da muss man schon mal auf einem kleinen Berg gelaufen sein. Ja, da muss man schon mal Blasen an den Füßen gehabt haben und da muss man ein bisschen fit sein, man muss ein bisschen Marschgepäck haben. Und dieses Marschgepäck versuche ich so Stück für Stück weiterzugeben, Jesaja 7, Jesaja 17, Jeremia, Sacharja, damit ihr das kennt und da vertraut seid mit. Und mit der Vertrautheit gehen wir jetzt an den Text ran, näher kommen wir dem Text nicht. Warum? Weil wir nicht beim Gespräch, wir waren nicht bei der Bibelstunde dabei. Aber eigentlich ist es ja so, wenn Paulus sagt, erst muss der Abfall kommen und der Antichrist muss erst offenbar werden, bevor Jerusalem wiedergeboren wird, weil der Antichrist greift ja Jerusalem an. Und in der Zeit, wo das Heer mit Kraft vor Jerusalem steht, ja, da wird ja durch Gottes Geist etwas Neues geschehen, nämlich die Stadt zum Glauben kommen. Dann würde das ja alles hier zusammenpassen, dann müssten wir das nicht unbedingt aus 2. Thessalonicher 2 ableiten. Das haben wir aus anderer Stelle, wissen wir das schon. Ja? Selbst wenn wir 2. Thessalonicher 2 nicht hätten, wüssten wir, dass Israel auseinanderfällt. Woher denn? Naja, aus Sacharja 11 oder aus Jesaja 17 oder Jesaja 7. Ja, ist immer dieselbe Sache. Das heißt also, das, was Paulus hier beschreibt, das wissen wir aus anderer Stelle schon. Wir brauchen das nicht unbedingt. Es steht aber trotzdem in der Bibel und es ist gut, dass es da ist. Jetzt kommen wir aber mit unserem Marschgepäck und schauen, ob das mit dem, was wir hier lesen, ist ja negativ, ob das da wohl irgendwie zusammenpasst. Und dann sagen wir, ui, es passt ja besser als gedacht. Ja? Aber es ist nur eine Vermutung. Ja? Weil wir nicht beim Gespräch dabei waren. Wir kommen dem Text nicht näher als so. Aber ich finde das großartig, weil dann wäre der Abfall kein Glaubensabfall, der über Jahrzehnte, ein jahrzehntelanger Prozess ist, sondern ein katastrophisches Ereignis. Ein Fanal, ein Punkt, auf den man hinschauen kann, ein Alarmzeichen. Lasst euch nicht in Unruhe bringen, lasst euch nicht alarmieren. Das Alarmzeichen kommt noch nicht. Wenn Israel zerbricht mit großem Tosen, das ist ein Fanal. Das ist ein Alarmzeichen. Ist das der Gedanke? Ja? Ihr seid jetzt schon viel vertrauter damit. Ja? Ihr wisst, dass ja schon 25 Jahre lang in Israel wird diskutiert darüber, ob man den Staat nicht teilt. Und ich sage, Jon, das steht sogar in der Bibel. Und ich habe jetzt den auch damit infiziert. Ich habe den angesteckt. Ja? Und der ist jetzt damit nach Israel gefahren. Ich weiß nicht, ob das Wort Gottes da so Kraft hat in ihm. Der haben ja sicher auch andere Nöte und Probleme. Aber ich glaube, wenn der seine kleinen Propheten liest, dann wird er immer wieder darauf stoßen. Ich hoffe und bete, dass der mal anruft.
Stell dich mal vor, der würde anrufen und sagen, hör mal, Herr Klein, das passt mir zwar nicht, dass du als Goyim da in unserem Alten Testament rumfuhrwerkst, aber vielleicht ist da doch was dran. Komm doch mal nach Jerusalem in eine Gemeinde. Das wäre für die Jerusalemer Gemeinde eine große Ermutigung, dass die Christen in Jerusalem die Perspektive hätten, dass die ganze Stadt Jerusalem zum Glauben an Jesus kommt. Das wäre doch, ein Licht in so einer Zeit, oder? Das wäre aus der Bibel eine Perspektive. Das wäre doch eine Sache, wo man sich freuen könnte drüber. Da bete ich für. Ob das so kommt, ich weiß es nicht. Ja, bisher hat er nicht geantwortet. Ja, ja, da gibt es Hinweise zu. Ich habe da auch immer gefragt, wie viele sind das denn und was passiert da? Also im Prinzip ist es ja so, dass es heißt, die Tochter Zion wird schwanger und kommt in Wehen. Das ist ein Sammelbegriff für die ganze Stadt. Aber zur Zeit von Hiskia waren nur 7000 Leute in Jerusalem. Ja, das heißt also, als diese prophetischen Vorbilder damals uns gezeigt werden, da waren nur 7000 Menschen in der Stadt. 7000 klingt auch an die Offenbarung ein bisschen an. 7000 Seelen der Menschen. Führt aber jetzt zu weit. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, wenn Israel auseinanderbricht, dass da ein riesiges Chaos entsteht. Ein riesiges Durcheinander. Und das wird Israel im Nahen Osten nicht lange überleben. Ja? Da wird irgendwas passieren. Das induziert irgendwelche Auseinandersetzungen. Und ich glaube, dass wenn Jerusalem belagert wird, dass ein Großteil der Israelis weggeht aus Jerusalem. Also alle die reichen Israelis, die mit dem Learjet in Tel Aviv stehen, die fliegen alle zurück nach Brooklyn. Ich kenne so Leute, ja? Hier. Na gut. Die lassen sich nicht belagern in Jerusalem. Die Araber mit ihrer Wasserpfeife und die Teppiche, die gehen alle aus Jerusalem weg. Alle, die Missionare, die Christlichen, gehen alle aus Jerusalem weg. Und dann schließt sich der Kreis um die Stadt Jerusalem und da bleibt ein kleines, elendes Häuflein von Juden übrig, die sonst nicht wissen, wohin auf der Welt. Und denen schenkt Gott Gnade, dass sie zum Glauben an Jesus kommen. Die werden wiedergeboren. So stelle ich mir es vor. Was ich euch nur zeigen will, ist, dass wir diese Texte plötzlich in einem anderen biblischen Zusammenhang plötzlich verstehen können, den wir an anderer Stelle ja schon ohnehin haben. Ja? Und dann ist es also nicht so weit zu sagen, der Abfall ist kein jahrzehntelanger Prozess, sondern tatsächlich ein katastrophisches Fanal, wenn der Staat zerbricht. Und dann macht der Norden einen Bund mit wem? Mit dem kommenden Fürst. Das ist der Antichrist. Dann kommt wieder der Mensch der Sünde auch offenbar. Wer ist das denn? Der aus Damaskus einen Bund mit dem Norden in Israel schließt. Ja? Das kennen wir auch schon. Aus Sacharja. Ist nichts Neues für uns. Ja, da würde der Paulus ja im Prinzip so unserer Jesaja-Auslegung irgendwie so ein bisschen folgen. Ja? Dann wird offenbar der Mensch der Sünde das Kind des Verderbens. Dann kommt der Tag des Herrn, dann wird Jerusalem wiedergeboren. Da sind wir jetzt relativ nah am Text. Wir haben auch gar keine große Wortstudie gemacht. Gut, wir wissen jetzt auch noch, wo Apostasia in der Apostelgeschichte steht. Und wir geben auch zu, da ist es ein Glaubensabfall. Natürlich, ja. Warum soll man das nicht zugeben? Ich möchte, dass ihr informiert seid. Ich will euch nichts zurückhalten. Ja? Ich will euch auch nicht indoktrinieren. Ich will euch informieren. Ja? Ich zeige euch nicht nur meine Sicht. Ich zeige euch auch die andere, damit ihr die andere kennt. Und vielleicht kennt ihr die ohnehin und das vergleichen könnt. Ja, ich will, dass ihr selbstständig in der Bibel euch bewegen könnt. Das würde ich mir wünschen von meinen Zuhörern. Ja? Und ich informiere euch. Ich will euch nicht beeinflussen. Ich will euch überzeugen. Ich glaube, das ist fair, oder? Ja? Ist das dasselbe? Nee. Ja? Und ich lege das auch offen. Ja? 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 Wie ist das mit den 2x3,5 Jahre? 2x3,5 Jahre? Sind das denn 2x3,5 Jahre? Das wären 7 Jahre, ja? Das wäre dann die 70. Jahrwoche. Die wäre 7 Jahre lang, 2x3,5 Jahre, also 2 Hälften. Ja? Ich glaube, dass die erste Hälfte der Jahrwoche exakt 1260 Tage lang ist. Taggenau. Weil die 70. Jahrwoche fängt an mit der Wiedergeburt Jerusalems. Taggenau. Das ist kein Prozess, dass messianische Gemeinden entstehen in 75 Jahren. Das ist ein katastrophisches Ereignis, denn das Unheil wird sie schnell überfallen, unerwartet. Und sie werden nicht entfliehen später, aber ja, sie werden in Wehen kommen. Ja? Und dann wird Jerusalem wiedergeboren und das ist ein bestimmter Tag. Und dieser Tag leitet die 70. Jahrwoche ein. Ja gut, dann wären ja in Jerusalem werden dann ja Menschen wiedergeboren. Ja? Ja, genau. Wer ist das denn dann, wer da wiedergeboren ist? Bitte? Juden, genau. Was sagt denn Sacharja, wer das ist? Sacharja sagt, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem.
die sehen den, in den sie gestochen haben. Nicht ganz Israel, nö, nur die Bürger von Jerusalem. Und das Haus David findet ihr in Jesaja 7. Das ist praktisch die Regierungsmannschaft dort. Ach so, nur Jerusalem wird Jesus erkennen, ja. Nur Jerusalem wird wiedergeboren, genau. Mehr sage ich ja nicht. Sahaja nennt also diese, die da wiedergeboren werden in Jerusalem, der bezeichnet die, der sagt, das ist das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ja? So, jetzt besteht Israel im Alten Testament aus 12 Stämmen. Ja? Und dann fehlen noch 2, nämlich das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Und die werden wiedergeboren. Und dazwischen ist auch noch die Gemeinde aus den Heiden. Aber die blenden mal aus, das ist ein Geheimnis, sagt Paulus. Das ist dem Paulus geoffenbart gewesen. Im alttestamentlichen Zyklus sehen wir 12 Stämme Israels, die waren nicht wiedergeboren. Und dann kommt noch das Haus David und die Bürger zu Jerusalem. Ja? So, jetzt frage ich, jetzt sind wir natürlich ganz von unserem Thema weg, aber vielleicht gehört das auch dazu. Ja? Was hat der hohe Priester auf dem Brustschild gehabt? 12 Steine, 12 Edelsteine. Ja? Der hatte so ein goldenes Brustschild, der war sehr prächtig gekleidet, hier mit Schulterklappen. Ja? Und da standen die 12 Stämme Israels drauf, ein Kopfbund und all diese Dinge, heilig dem Herrn. Ja? Ganz wunderschön gekleidet. Und er hatte so ein Brustschild und auf dem Brustschild waren 12 Edelsteine und die standen für die 12 Stämme Israels. Ja? Was war denn im Brustschild? 2 Steine, seid ihr sicher, dass die Steine waren? Bitte? 2 Dinger. Ja. Komisch, ja? Hatten die Namen? Urim und Tumim. Aha. Das heißt also, im Brustschild drin waren noch 2 Urim und Tumim. Ja? Ja, was heißt denn Urim und Tumim? Das weiß man nicht. Bitte? Ja, Wahrheit und Licht, Licht und Recht. Martin Buber hat nochmal anders übersetzt, ja, aber so in der Richtung, man weiß das nicht mehr. Die Bedeutung der Worte Urim und Tumim sind verloren gegangen. Google das, Wikipedia, könnt ihr nachgucken. Gebt Wikipedia Urim und Tumim ein, staunt ihr, ja? Man weiß nicht mehr, was das heißt. Man vermutet, das heißt Licht und Recht. Eigentlich heißt das Lichtherr und Gerechtigkeiten. Im ist nämlich Mehrzahl. Jerusalem. Ein irdisches und ein himmlisches, Mehrzahl. Urim und Tumim, Lichtherr und Gerechtigkeiten, Mehrzahl. Das heißt also, der hohe Priester, der hatte auf dem Brustschild 12 Edelsteine und 2 Geheimnisse noch da drin. Nämlich 2 lebendige, die konnten nämlich befragt werden. Ja? Bis in die Zeit Sauls und Davids wurde Urim und Tumim noch befragt. Die konnten reden. Wie das geht, weiß niemand. Könnte es denn sein, dass das Haus David und die Bürger zu Jerusalem ein Sinnbild sind für das wiedergeborene Jerusalem in der Endzeit? Und könnte es sein, dass das diese 2 Zeugen wären in Offenbarung 11? Das ist ein interessanter Gedanke. Dann würde ja in der Heilsgeschichte Israels im Alten Testament wären 12 Stämme und in der Endzeit kommen noch 2 Zeugen dazu. Das ist blöd mit den 2 Zeugen. Niemand würde die vermissen, wenn die jetzt nicht blöderweise in Offenbarung 11 stehen würden, oder? Vermisst ihr die beiden Zeugen irgendwo? Habt ihr schon mal eine Predigt gehört über die beiden Zeugen? Ja, da und dort, ja. Aber irgendwie, wo sind denn die beim Paulus? Wieso kommen die in Offenbarung 11 plötzlich an? Aber folgt mir vielleicht mal so einfach so gedanklich. Angenommen, das Haus David und die Bürger zu Jerusalem wären diese beiden Zeugen. Von den beiden Zeugen steht, miss den Tempel Gottes und den Altar und die darin anbeten. Ja? Denn ich will meinen 2 Zeugen geben, dass sie weissagen sollen, in Säcken angetan, 1260 Tage lang. Und wenn sie ihren Dienst vollendet haben, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund kommt, heraufkommen und wird sie töten. Und das Tier wird herrschen 42 Monate lang. Das sagt ja die Schrift. Das würde ja bedeuten, dass der hohe Priester dieses Geheimnis auf seinem Brustschild gehabt hat. Denn die Wiedergeburt Jerusalems ist nicht für alle zu verstehen. Das ist ein Geheimnis nur für die Gemeinde Jesu. Und es ist ein Geheimnis in der 70. Jahrwoche. Das Geheimnis der Wiedergeburt Jerusalems ist so geheim wie die 2 Urim und Tumim. Die hat man von außen nämlich nicht sehen können. Von außen sah man nur die 12 Steine. Das waren edle Steine. Aber tot. Die Urim und Tumim waren überhaupt keine Steine. Man weiß überhaupt nicht, was das war. Das ist geheim.
Das ist ein Bild auf die wiedergeborene Stadt Jerusalem in der Endzeit. Denn die sind ja wiedergeboren, die haben Gottes Geist, die können weissagen, die haben Licht und Recht. Die sind Licht und Recht. Ja? Versteht ihr den Gedanken? Was wir jetzt tun, wenn wir über die Wiedergeburt Jerusalems reden, ist, wir gehen zum hohen Priester und machen das Brustschild auf und gucken da rein. Und dann sehen wir da drin das Haus David und die Bürger zu Jerusalem, die den sehen, in den sie gestochen haben. Das ist ein großes Geheimnis. Ja. Machen wir morgen im Detail. Morgen ist Offenbarung 11 dran, aber ist vielleicht ganz gut, dass wir da schon mal ein bisschen vorbohren. Ja? Morgen machen wir Feinbohrung dann. Ja? Ich will euch noch ein bisschen an den Gedanken gewöhnen. Das heißt also, wir haben im Alten Testament diese Urim und Thummim. Niemand weiß, woher Mose die hatte. Niemand weiß, ob das Steine waren. Niemand weiß den Namen. Niemand konnte die sehen von außen. Niemand weiß, wie die befragt wurden. Aber die waren lebendig. Wieso waren die denn lebendig? Weil die ein Bild sind auf den wiedergeborenen Überrest. Wiedergeburt, da ist ein Mensch lebendig. Ja? Ja? Eins und eins, also zwei Steine, also die wiedergeborenen Juden. Ja, wir müssen uns bei diesen Themen ein bisschen reduzieren auf die alttestamentliche Perspektive. Wir kommen vom paulinischen Evangelium. Paulus hat diese Geheimnisse im Neuen Testament alle formuliert. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ja? Das hat Paulus alles ausformuliert. Die Leibesgemeinde Jesu, die Priesterschaft Christi und so weiter. Wir kommen von den Gedanken, aber wir müssten diese ganze Gemeinde aus den Heiden mal löschen. Löscht die mal aus dem Hinterkopf und versetzt euch mal ins Alte Testament rein. Wir bräuchten theoretisch das Neue Testament nicht, weil alles im Alten Testament ist. Wenn wir das Alte Testament mit Gottes Geist lesen, dann wird das zum Neuen Testament. Das will ich damit sagen. Dass in der Offenbarung Dinge offenbart sind und Paulus uns Dinge offenbart hat, die im Alten Testament so nicht sind, ganz einverstanden. Und zwar ohne Wenn und Aber. Ich provoziere ja auch ein bisschen. Ja? Ich will nur, dass ihr den Gedanken versteht. Wir haben alles im Alten Testament schon keimhaft angelegt. Aber das wird im Neuen Testament ausformuliert. Und diese Israelsgeschichte jetzt auf dem Brustschild des Hohen Priesters ist ohne die Gemeinde aus den Heiden. Denn das war ein Geheimnis, oder? Sagt das Paulus? Ja, natürlich. Das war in dem Alten Testament war das noch geheim. Das hat man auf dem Brustschild des Priesters, hat man die Gemeinde aus den Heiden noch nicht gesehen. Man sieht dort nur 12 edle Steine und innen drin sieht man ein Geheimnis. Und wir schauen hier Geheimnisse an. Das ist was Geheimes. Und dass die Leute da sagen, du spinnst, das kann überhaupt nicht stimmen. Da habe ich Verständnis für. Weil die können da nicht in das Brustschild reingucken. Euch kann ich das jetzt zumuten, weil ihr so ein bisschen gedanklich dem gefolgt seid. Ihr versteht das jetzt, was das heißt. Ja? Das heißt also, das Volk Israel hat 12 edle Steine, aber tot, weil im Alten Testament gab es keine Wiedergeburt. Und noch 2 lebendige Steine in der Endzeit, die sind Licht und Recht für die ganze Welt, denn diese 2 Zeugen werden Evangelium predigen aus Jerusalem. Ja, misst den Tempel Gottes und die darin anbeten. Nicht die so tun, als ob sie anbeten. Und wenn Johannes 90 nach Christus von Anbetung schreibt, dann meint er die Anbetung im Geist. Und er zeigt ein Bild in Johannes 11 von 2, die noch fehlen, ja, die lebendig sind und die im Tempel Gottes anbeten. Die müssen wiedergeboren sein. Denn ihre Leichname liegen ja nachher auf der Gasse der großen Stadt, wo auch ihr Herr gekreuzigt ist. Das heißt, die 2 Zeugen sind dann also in Jerusalem. Ja, wird Jerusalem als Tempel Gottes beschrieben? Das kennt ihr schon. Jetzt schließen sich langsam Kreise im Kopf.